Ja. So, hallo, das ist jetzt das erste Fahrvideo. Im Vordergrund läuft eine Baureihe 41 mit einem Panzerzug. Der ist noch nicht ganz so weit, da fehlt noch ein kombinierter Gepäck- und Personenwagen. Dann wäre der von der Länge her okay. Wie ihr da hinten sehen könnt, habe ich noch Platz bis zur Wand. Also werde ich die linke Seite der Anlage nochmal komplett um 1 Meter verlängern und dann passen auch die langen Züge rein. Der Triebwagen, das wird einer der kürzesten sein, das ist ein alter VD 98. Und dafür, dass die Loks schon über 30 Jahre alt sind und das Gleismaterial schon über 30 Jahre alt ist, klappt das relativ gut. Die Häuser, die da im Hintergrund stehen, das sind Bausätze von Kiepli und von Faller, die sind auch schon über 30 Jahre alt. Der Bahnhof ist von Vollmer. Die ersten 3 Weichen habe ich heute verklemmt. Die Auffahrten sind soweit fixiert. Und die ersten Gleise, die sind zum An- und Abschalten. Hier sieht man das. Ich habe hier einen Personenwagen hingestellt. Der ist beleuchtet und den kann ich ganz einfach wegschalten. Hier unten die Schaltung ist für fertig. Okay, so. Wie gesagt, hier vorne die Steuerung, die habe ich mir eingebaut als vereinfachte Fahrsteuerung. Ich kann jedes Gleis an- und abschalten, so wie es geht und so wie ich es brauche. Deswegen kann ich im Moment, wenn alles gut klappt, 6 Züge fahren. Aber ich will nicht im Bild rumspringen, weil ich die Weichen noch größtenteils von Hand verstellen muss. Wenn das heute noch passt, werde ich hier innen noch die 4 Weichen verklemmen, die Auffahrtsgleise nochmal neu legen. So, die ersten Lämpchen sind eingebaut, man sieht es, wie die Stellwerke schon beleuchtet sind. Beim Bahnhof sieht man es erst, wenn es dunkel ist. Und wie gesagt, die Lampen, die kann ich, oder die beleuchtete Ware, die kann ich im Moment komplett einzeln wegschalten. Also das klappt schon. So, die Anlage ist deswegen noch nicht an der Wand, damit ich hier nicht dran komme zum Verkabeln. Wenn das alles mal fix und fertig ist, kommen die gegen die Wand und dann sieht man mal, wie viel Platz noch da ist zum Weiterbauen. So, das war's. Das hat gut geklappt hier, Cedric.